Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. So, wir haben ordentlich was dabei. Wieder mal Klamotten. Dein Inventar ist voll. Die Waffe kann ich bestimmt jemandem geben, ne? Alter, ich will die Frau anklicken. Ich will die Frau. Okay. Du mich auch spielen. Keine Waffe für sie. Das müssen wir uns gleich angucken. Wir haben hier die 13 mit einer Waffe. Wir haben hier die 5 mit einer Waffe. Wir haben hier Julian. Der kommt eventuell gleich weg. Und Jump. Wir gucken mal ganz kurz nach Julian. Ist ein bisschen komisch gerade für mich, weil ich habe gerade auf meinem riesen Monitor Oxygen Not Included gespielt. Auf dem ganzen Monitor. Und jetzt habe ich da nur so einen kleinen Ausschnitt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich mich wieder dran gewöhnen. So. Sporthalle. Julian. Er steht einfach nur, er möchte Wahrnehmung trainieren. Ja, das hast du. Habe ich dir das Geld abgezogen? Ja. Ja, gut. So viel zu deiner Wahrnehmung. Ne? Das hätten wir erledigt. Packen wir dich da rein, so. Jetzt mal ganz kurz gucken, sind alle noch da, die da stehen sollten? Cynthia Walker, Zero dann Go und. Oh! Jeremy! Ah, wir haben es geschafft! Mag ich das? Wir haben es geschafft! Du bist der Größte! Oh ja, sieht das gut aus! So, das wollte ich doch sehen. Ein bisschen mehr Farbe. Er ist ein bisschen blasser geworden als sein Vater, weil die Farben sich halt vermischt haben. Aber gut, ich glaube, wäre es ein Mädchen gewesen, wäre es mehr Richtung Mutter gekommen. Kann das sein? Na egal. Stell dich erstmal dahin. So, dann haben wir hier Fallout Boy mit E6. Das ist das, was du wolltest. Du wolltest jetzt als nächstes A6 machen, ne? Dann geh mal A trainieren. Und du bist jetzt bei 4. Das heißt, du möchtest. Nee. Oh, 3. Du möchtest jetzt erstmal 4 trainieren. Okay, das heißt, wir ziehen. Ihm erstmal was ab. So, 400, ne? 400. Okay, sehr schön. Das heißt, du bist aber schon mal fit. Die 7 sieht gut aus, die sehen gut aus, perfekt. So. Ich würde sagen, bevor wir was machen, schicken wir mal die Leute raus. Monkey Sass hat es bestimmt bitter nötig, jetzt rauszugehen. Er hat ja seine E10 jetzt, ne? Herzlichen Glückwunsch, du bist die Nummer 1. Ich bin gespannt, wie weit du kommst. So, vor allem wird ihn das hier, die E10, vor Red bewahren. Das heißt, er muss sich eigentlich kaum noch um Red kümmern. Der wird vielleicht für einen Tag einen Red brauchen oder so. Das ist schon, sollte man nicht unterschätzen, ne? So. Oh, Baxi möchte auf eine Quest mit Lordi. Okay. Delta 1 haben wir durch. Okay, Monkey Sass hat nichts gesagt. Dann viel Spaß. Dann haben wir hier Julian. Ich glaube, Julian wollte überhaupt keine Erfahrung haben, ne? Sag Bescheid, Julian, ob du jetzt Erfahrung wolltest oder nicht. Büro, du hast auch keine Stims am Start. So, Baxi möchte auf eine Quest mit Lordi. Kara. Okay, Kara, du gehst raus mit 2 Stims. So, direkt mal abgezogen. Damit alle wissen, dass da jetzt was abgeht. Und wen haben wir noch? Tywin! Tywin, nix mit Tywin, okay, dann geh mal raus. Sehr schön. Jetzt sind sie alle draußen. Guck nochmal nach Leichen. Evil ist tot. 22. Das ist nein. Was ist denn mit dir los, Evil? Wieso verkackst du gegen alles und jeden? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du müsstest jetzt. Ich hab dir 25 Stimpacks mitgegeben. 25. Was ist denn los mit dem Typen? Der müsste schon 100 sein.
100! Habe ich was mitgebracht? Oh nein, ich habe meine Kronkorken, meine Stims dafür verbraucht. Oh, ich trage einen verbesserten Overall 5. Ja, immerhin habe ich was gefunden, was ich verkaufen kann. Besser als nix. Aber so wirklich krass viel Geld hat mir das jetzt nicht gebracht. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Friseur, Leute! Der Friseur ist da! Der Friseur ist da! Der Friseur ist da! Der Friseur ist da! So, zack! Dann wollen wir uns mal... Ja... Meine Laune ist gerade wieder am Boden. Ich erinnere mich, was ich machen wollte. Braucht hier jemand noch eine Waffe? Irgendjemand, du. Halt. Nein, das ist die Waffe von Lord. Ich erinnere mich. Lordi war auf einer Quest. Mit Bugsy. Deadline. Deswegen komme ich immer durcheinander. Normale Gegenstände verkaufen. Zwei Schaufeln für euch. Und ein Superkleber. Und natürlich das Geld. Redway habe ich euch schon gegeben. Und die Schaufeln habe ich euch auch schon gegeben. Die habe ich jetzt, glaube ich, sogar schon benutzt. Nee, kann gar nicht sein. Oder hatten wir mehr als zwei Schaufeln? Ich weiß nicht, das ist verwirrend. Aber ich muss erstmal zeuglos werden. So, das kann alles weg. Das Garn behalten wir logischerweise, damit wir hier was bauen können. So. Mach mal weiter hier. Immer schön weiter. Nicht aufhören. Okay. So, jetzt können wir sie reinschicken. Sammeln. Ja, mal hin. Gut, Lordi. Du musst dich wahrscheinlich erstmal holen. Nein, musst du gar nicht. Nice. Und Deadline. Er nimmt seine ganzen Sachen mit, auf die Quest. Deswegen gehst du erstmal so raus. Ich weiß, du hast nicht viel Leben, aber hey, besser als gar nichts. Du bist doch hier tough. Und ich muss die Leute aus der Vault schaffen. Hier sinnlos rumzustehen, das ist nicht cool. So, als nächstes, ich habe auf irgendjemanden draufgeklickt, aus Versehen, haben wir Lero. Lero hat eine Tierbox mitgebracht. Allerdings hat er noch nicht gesagt, was er damit machen will. Deswegen habe ich ihn auf Discord die Tierbox jetzt erstmal ins Inventar gelegt. Aus einem bestimmten Grund, das hier kriegst du auf jeden Fall, ja, die panzerbrechende Kaliber. Denn es kann sein, dass er sie verkaufen will, anstatt einzulösen. Deswegen soll er sie erstmal so haben. Allerdings hatten wir am Wochenende unser einmonatliches Überleben. Und das heißt, wir haben eine Tierbox verlost. Und diese Tierbox habe ich bekommen. Es war faszinierend. Ich habe eine 5 gewürfelt. Allerdings war derjenige, der auf Platz 5 war, nicht in der Vault. Der hat einfach so mitgemacht. Hat gedacht, ja komm, schadet ja nichts, wenn ich die Tierbox habe, wenn ich eines Tages dabei bin. Du musst schon dabei sein, um diese Tierbox zu erhalten. Dann habe ich nochmal gewürfelt, nachdem ich ihn rausgenommen habe. Und dann bin ich nämlich auf die 5 gekommen und habe nochmal eine 5 gewürfelt. Und jetzt gehört mir dieses Tierchen. Komm, bitte was Gutes. Auch der Hund ist hässlich, aber egal. Ich habe meine Waffe bereits gebaut. Ja, so viel zu diesem Tierchen. Herstellungskosten. Ich glaube, das betrifft aber nur Kronkorken. Ja gut, aber für legendäre Waffen könnte das ganz lustig werden. Ich werde das beobachten, wie teuer legendäre Waffen sind. Allerdings möchte ich erstmal, dass du... Achso, du baust gerade, ne? Ist irgendjemand noch frei? Du, die Nummer 9, geh zum Friseur. Ich schick mal Deadline zurück. Ich weiß ganz genau, was Deadline will. Also komm. Deadline, oh, Pascolina. Holy shit, der Rowdy. Stimmt, das ist der Hund, ne? Ödlandschrott. Oh mein Gott, Pascolina, du machst dich reich mit diesem Hund. Komm zurück. So. Deadline. Komm, wir wissen alle... Deadline will sowieso zum Friseur. Deswegen komm einfach mal zurück. Komm einfach zurück. Ja, wir wissen alle, was du willst. Ich muss dich nicht mal fragen, weißt du? Ich schicke dich da jetzt einfach gleich zum Friseur und dann gebe ich dir deine Frisur nach Wunsch. Klar kostet das Kronkorken, aber
Wir wissen alle, du willst diese Katzenohren haben. Aber erstmal gucke ich mal, wie teuer das Ganze wird. So, wenn ich die Zeit finde, werde ich das hier für Discord auf jeden Fall noch anpassen. Farbe kann man hier ändern, nice. Fünfzigtausend Kronkorken. Okay, Deadline. Es geht noch nicht. Wir brauchen noch Geld. Bisher kannst du leider nur die Frisuren ändern. Geh erkunden. Ich schnapp dir wenigstens was Gutes. 50.000. Wie soll ich denn an 50.000 Kronkorken jetzt kommen? Wir müssen questen, Leute. Questen. So, ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen will. Geh mal hier Intelligenz trainieren. Apropos, wir hatten jemanden in den Kommentaren, der wollte mitmachen. Muss ich ganz kurz mal auf YouTube gehen. So, wer war das? Mr. X? Habe ich dich schon drinne? Oder Mrs. X? Doch, mit 6 hatte ich schon. Ich weiß nicht, wer das war. Na doch, war Mrs. 6. Oder nein, ich glaube, der hat das hier in Discord geschrieben. Ach du Scheiße. Ja, das muss ich erstmal raussuchen. Deswegen, Leute, schreibt es lieber in die Kommentare. Weil gerade auch so kurz vorm Wochenende, wenn ihr ja schreibt, dann muss ich das auch noch raussuchen. Oh mein Gott. Ja gut, das mache ich gleich auf dem Weg zur Arbeit. Das hat jetzt keinen Sinn, sonst würde ich hier Ewigkeiten brauchen dafür. Sowieso hat keiner was im Ödland bisher gefunden. Hm? Naja. Wen haben wir hier? Mrs. Handy. Nein, 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 abbrechen. Wir möchten, dass du dein Kleid behältst. Oh, Mann. Ja, dann. Hier, so werde ich meine 50.000 Kronkorken nie zusammenkriegen. So, sammeln wir das Ganze. Dann geben wir ihr natürlich das Kleid zurück. Und sie setzt sich da mal unten hin. So, Jessin. Oh, das ist gut. Das Garn behalte ich auch. Dann Hosenkobold. Oh, das ist auch gut. Eine Äpfeltapfe. So. Alle bringen mir Militärkleidung und Mrs. X. Okay. Dann rein mit euch. Oh, cool. Ich würde sagen, das läuft. Jetzt gucken wir mal, was Lord Huntington und Bugsy so vorhaben. Aufstieg durch die Ränge möchten die beiden machen. Aufstieg durch die Ränge. Wo ist denn das? Da, Aufstieg durch die Ränge. Nochmal für alle, ich gehe hier nochmal ganz kurz durch. Das ist unsere wöchentliche. Nichts Dramatisches. Paula Not. Verdeckte Operation. Dafür brauchen wir Militärbekleidung. Davon haben wir jetzt aber mehr als genug. Die Waffe könnte nicht schlecht sein. Den Weg frei machen. Blaue Kleidung. Der Hexer des Wassers. Na, immerhin zwei Nuka-Cola. In geheimer Mission Nuka-Cola. Das ist kein Problem. Auf Kräuterzug. Finde ich nicht schlecht. Im Rampenlicht auch wieder blaue Kleidung. Und Käferjagd. Naja, gut. In geheimer Mission wollen die machen. Mit förmlicher Kleidung. Oh. Leute. Nur eine Person. Nur eine Person darf dahin. Ein Bewohner steht hier.
Also entscheidet euch ihr beiden, wer möchte auf die Mission gehen, weil ich kann leider nicht beide schicken. Ne? Besprecht das mal untereinander, das wird schon funktionieren. So Leute, was ist los mit euch? Ich habe euch extra richtig früh losgeschickt, damit ihr was findet. Obwohl, so viele sind da gar nicht draußen. Ich würde es ja Kara gönnen, weil sie ist mit Stims rausgegangen. Na gut, na gut, na gut. Gut, Kara kann ich entfernen. Warlord Boy braucht ja noch ein bisschen. Gut. Und Deadline, du musst mal deine Kronkorken, deine Stims loswerden. Damit ein bisschen mehr auf dem Markt platziert werden kann. Wen haben wir hier eigentlich? Bruder. Ja, der chillt hier. Den geht's gut. Hier. Gesell dich mal zu ihm. Ja, das mit dem Friseur, das stimmt mich ein bisschen unglücklich. Wie kommt man schnell an Kronkorken ran? Auf diese Art und Weise kommt man auf Kronkorken ran. Und vielleicht mit Deadline. Wenn Deadline loszieht mit seinen 25 Stims, der kommt da bestimmt mit ordentlich Kronkorken nach Hause, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin immer noch sehr enttäuscht über dieses Haustier. Es ist auch noch ein seltenes Haustier. Herstellungskosten. Ja, das ist ja schön und gut. Ja, warte. Bleib mal kurz da stehen. Ich will mal kurz gucken, wie viel Geld ich einspare. Oh, eine versteckte Plasmapistole und ein Panzerbrecher. Ja, super. Geile Waffen. Ich glaube aber, es betrifft nicht. Okay, wir nehmen jetzt mal irgendwas. Hier, zum Beispiel die Automatikpistole. 3, 2, na gut, das kannst du nicht machen. Ich brauche irgendwas, was mehr Ressourcen braucht. Weil 7%. Ich glaube nicht, dass da davon 7% abgezogen werden. Macht irgendwie wenig Sinn. Kostet alles so wenig Ressourcen. Kostet hier irgendwas viel. Gucken wir uns mal den Baseballschläger an. 3, 3, 2, 250. Jetzt nimm mal ganz kurz meinen Hund in die Fresse. So. Und jetzt drücken wir auf Herstellen. Ja, super. Ey, diese paar Kronkorken, die ich da spare, das lohnt sich ja total. Alter Schwede. Ich bin so happy, diesen Hund zu besitzen. Wie viel brauchen wir noch bis zum Legendär? Keine Ahnung. Aber wir können bald blaue Waffen, blaue Klamotten herstellen. Das wird uns noch voranbringen. 5 Bewohner noch. Das wird wahrscheinlich auch Unmengen an Kosten haben, ne? Ich leide jetzt schon unter den ganzen Kosten, die ich hier tragen muss. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Quests? Lösche 18 Volt Feuer. Stelle 7 Outfits her, da bin ich immer noch dran. Und schließe 4 Quests im Ödland ab. Ja, dafür müsste erstmal eine Quest kommen. Lösche 18 Feuer. Die müsste ich auch wieder provozieren, ne? Aber ich würde sagen, das nehmen wir uns für morgen vor. Morgen spiele ich den Feuerteufel. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was dann passiert. Haut rein, euer Zero. Tschüss.